Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier natürlich nicht im DFV, wie es hier das Logo zu sagen pflegt. Das ist auch der falsche, das ist der richtige. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Nichthof. Komme ich gleich noch dazu. Wir sitzen hier tatsächlich mit den Senioren und scheinbar hat die Karte erkannt, dass wir sie beenden wollen heute und hat sich gedacht, ne, Freunde, ne, auf mir kein Ende. Ja, und genau so läuft es auch. Wir sind nicht in der Lage, ein funktionierendes Safe Game auf dem Server zu starten. Da liegt es wahrscheinlich, also irgendwas liegt daran, ob das irgendwelche Mods sind oder sonst irgendwas oder Safe Game Themen, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich gerade ein Drama. Also, Drama, wir wollten sowieso abschließen. Schlimmer fände ich es tatsächlich, wenn wir die Karte noch 4 Wochen spielen wollten. Aber es ist ein bisschen schade. Und das könnte nämlich auch bedeuten, dass wir euch kein Safe Game zur Verfügung stellen können. Das wollten ja einige von euch haben. Ist doch guter Content, ja. Eben. Kein passender Abschluss. Doch, wir machen noch einen Abschluss. Keine Sorge, ich habe da schon einen Notfallplan. Aber eben dann nicht auf der von uns angepassten Karte, sondern müssen wir vielleicht mal mit der Hof so, dann starten wir sie gleich einmal ohne Mods. Da kümmere ich mich gleich drum. Aber, pass mal auf, bevor wir das machen, oder? Wollen wir das erst machen? Ne, ich mache das erst. werde mal erstmal starten, weil es geht hier wirklich nicht weiter. Also er steht wirklich an dieser, ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von euch die Meldung. Das ist hier, Data is closest tops, top denim jacket, i3D. Es gibt irgendeinen Mod oder irgendwas, was dahinter laden müsste und das tut es nicht. Und ich habe das schon öfter gesehen, dieses Top-Denim-Jacket. Das ist ja noch geladen, aber das, was danach kommt, habe ich schon lange nicht. Also habe ich schon öfter gesehen, dass das nicht funktioniert. Wenn ihr keine Idee habt, dann werden wir das hier mal handeln. Ich werde natürlich gleich noch euch danken für die Subs und Bits und Unterstützung. Aber erstmal müssen wir uns jetzt drum kümmern. Und dann erzähle ich euch nachher auch noch, was ich für einen Tag hatte. Nach so einer Nummer. Irgendwie passt das eigentlich genau dazu. Ja, pass auf, ich werde das mal stoppen und dann lade ich die Hot Online Farm tatsächlich auf einem neuen Safe Game. Aber dann mit deutlich weniger. Obwohl, mit den Mods ist eigentlich egal, ne? Die können wir auch drauf lassen, ne? Wenn wir sie blanko starten, ist das kein Problem, oder? Ja, wir haben an den Mods hat ja nichts verändert, die letzten Wochen. Das lief ja die ganze Zeit. Ja. Guten Abend übrigens, Chat. Ach so, ja. Die Senioren sind auch da. Stimmt. Ja, das müsst ihr mir heute verzeihen. Also, ich begrüße natürlich den Senioren. Chris, Marc, Marco, Nico, Patrick, Sascha, Tom, Thomas, Marco und Michael. Hallo. Guten Abend. Hallo. Servus. Hallo. Ja, entschuldigt bitte. Ihr seid für mich gerade durch das Grillen so präsent, dass ich davon ausgegangen bin, dass jeder weiß, dass ihr da seid. Das sieht man doch. Ja, sieht man doch, genau. Aber im Chat hat sich tatsächlich auch eine Reihenfolge verändert. Der Marco hat sein Hip schon vergeben. Und damit ist der Marco jetzt weiter deutlich weiter nach oben gerutscht. Jetzt kann ich gar nicht mehr sagen, Marco, Michael und Marco, was ist denn da los? Müssen die anderen auch anpassen. Das Wort wieder ändern. Oder die anderen beiden machen das Hip dran. Passt. Ja, Marco lässt sich dazu nicht überregen, irgendwie. Ach so, aber liebe Zuschauer, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Die Praktikanten, die uns drei Verbliebenen, sind befördert worden. Damit sind Marco, Thomas und Michael offiziell Senioren. Ich weiß nicht, ob sie wissen, was sie sich damit angetan haben, aber das ist tatsächlich noch nicht, aber es klingt gut. Ja. Jo, bisher erstmal nicht schlimm. Ja. Bisher tut es nicht so dolle weh, meinst du? Kommt noch. Nee. Kommt noch, genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Könnte mir vorstellen, ich hoffe mal, dass der Server jetzt damit startet.
Aber auch da müssen wir jetzt mal eben abwarten, dass er lädt. Ansonsten schmeißen wir Mods gleich raus. Also wie gesagt, ich habe jetzt mal ein neues Safe-Game gestartet. Das wäre ja auch witzig, ne, wenn jetzt das das Safe-Game nicht startet. Da muss es ja in irgendeinem Update liegen. Endlich eigene Entscheidungen treffen. Endlich gibt es Lohn. Was denn für Lohn? Nur weil man nicht mehr Praktikant ist. Ich wollte auch schon gerade sagen, Lohn, wie? Muss ich mich irgendwo melden? Ja, ich glaube auch. Nein, Patrick, wir haben diesen Vertrag nicht bekommen. Das ist ein anderer. Das sieht nicht gut aus, ne? Nee, nicht wirklich. Es ist jetzt aber schon krass, wie gesagt, mit dem neuen Safe Game, dass der da jetzt an dem Ding wieder hängt. Aber wirkt im Moment sehr hoffnungslos. Sehr hoffnungslos, ja. also dann werde ich jetzt, dann haue ich jetzt die Mods raus. Das ist aber schon eigenartig. Normalerweise wäre das jetzt genau so eine Sache, ne? Jetzt müsste man überlegen, letzten erstmal. Jetzt müsste man überlegen, was man rausschmeißt, ne? Nacheinander. Aber gut, grundsätzlich für uns ist jetzt egal. Ein neues Shave Game, ja. Genau, ein völlig neues Shave Game haben wir gemacht, ja. So, dann. Das war uns komplett rasiert. Keine Ahnung, wo dran das jetzt liegen soll. Ich werde jetzt erstmal alle deaktivieren. All deaktiviert. So, aber ein bisschen was brauchen wir aber doch drauf. Guck, ich brauche mal eben eine Sekunde. Ein paar Mods raussuchen muss. Was passiert eigentlich, wenn man die ganzen Hof-Add-ons da nicht mit reinnimmt? Das passiert gar nichts, oder? Dann stehen die Sachen halt nicht mehr auf den Höfen. Aber stehen sie ja eh nicht, weil wir das sagen, auf den Höfen ist ja eh nichts mehr drauf. Ja, am Schluss steht gar nichts mehr da. Nee, nee, jetzt ist, wenn wir jetzt neu anfangen, ist da nichts mehr drauf. Da spielen wir die quasi blanko. Genau, wir fangen die nochmal von vorne. Ja, das wolltest du doch auch, oder? Das hast du doch extra. Oh, liebe Zuschauer, der Marco, der hat mich am Wochenende bekniet. Wirklich, dass wir die Hof weiterspielen. Also falls ja, jemand von euch ein Multiplayer-Projekt auf der Hof macht, Marco wäre auf jeden Fall dabei. Ja, und alle wollen die Map nicht mehr. Ich verstehe das gar nicht. Ja. Skandalös. Jetzt will die Map uns nicht mehr. Vielleicht will die Map uns nicht mehr einfach. Ja, ich, das kann durchaus sein. Da hat die gesagt, boah, ganz ehrlich, die alten Öler. Und der hat schon ein Ablaufdatum einprogrammiert. Nee, die wollen gehen, jetzt lasse ich euch einfach nicht mehr rauf, Punkt. Ja, genau. Streich. Ihr wollt nicht mehr mit mir spielen? Von wegen, ich will nicht mehr mit euch spielen. Ja, so. Genau. Was ist das Beste, einer Kündigung zuvorzukommen und so weiter? Selber zu kündigen. Genau. Das ist Marco, der René hat gerade geschrieben. Er nimmt dich gerne auf in seinen Game. Hat bestimmt noch jede Menge Traben zu ernten. Gut, dass er jetzt den anderen Marco meint, ja, wenn er sich wie erst geschrieben hat. Genau, das ist mir nämlich auch gerade aufgefallen. Stimmt, er hat den Marco mit C geschrieben. Und schon bin ich raus. Danke, René. Hast du nochmal Glück gehabt. Unser Gesamtalter ist zu groß. Ja, das kann natürlich auch sein. Ah, wir kriegen das schon gelöst, so dramatisch. Jetzt nicht, aber während der Server hier gerade lädt, kann ich ja dann doch mal eben Danke sagen. Ja, der ist jetzt gerade da. Der wird doch wohl jetzt da durchgehen, oder? Hör auf, ey.
Also er hängt schon wieder an der gleichen Stelle. Ja, ich weiß. Wir warten aber eben. Ich sag mal eben danke, und wenn der dann nicht geladen hat, dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Erstmal Tim, guten Abend, und Hermann, dir auch einen guten Abend. Und Koch, Servus, Great Jones, dir auch einen guten Abend. Oh, Happy hat Geburtstag, herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. 12 Monate, danke dir. Und Meise, auch 19 Monate schon, vielen Dank. Und Christian ist übrigens auch da. Er hat hier auch reingeschrieben. Also unser Christian. Mhm. Ja. Und Bauerdetta, guten Abend. Gerade im Discord nach dem Master Chief gefragt und gerade ist er da. Hallo Tim. Ja, erzähle ich euch gleich noch, warum das heute so arg spät geworden ist. Und Jürgen, dir auch einen guten Abend. Chebruschka, dir auch einen guten Abend. Chekel, guten Abend. Und danke dir für 22 Monate. Vielen, vielen Dank. Ach, guck mal, der Marco auch schon im 16. Monat abonniert. Danke dir. Gerne. Der Fronge, dir auch einen guten Abend. Und Bilbo, guten Abend. Gitsche, servus. Dieselbro, vielen Dank für die 100 Bits. Danke dir. Wastel Hightower, guten Abend. Sammy, guten Abend. Und danke auch dir für 100 Bits. Und Baudetta, 500 Bits sind dir geschrieben. Danke dir. Ihr seid richtig zugefahren, ne? Komm, da gibt es halt nachträglich natürlich noch die Zugfahrmusik hier. René, dir natürlich auch einen guten Abend. Ich hoffe, du bist gut nach Hause gekommen. Doc Meyer, guten Abend. Wird es das letzte Video auch auf YouTube geben? Raubbau am Berg? Gibt's das nicht? Nee, da war irgendwas, ne? War da, oder? Hatte OBS nicht ein Problem? Ja, ich glaube, das ist irgendwie zwischendurch abgeraucht, ne? Und dann habe ich gesagt, dann gibt's das nicht. Nee, Gitsche, ja. Leider gab's das, gibt's das nicht, weil ich da nochmal neu starten musste und ich wollte die nicht zusammenschneiden. Das ist immer so ein Akt. Und Claudi, dir auch einen guten Abend. Baumi, vielen Dank für 11 Monate, kurz vor dem Geburtstag. Danke dir. Memo, guten Abend. Und Robadak, guten Abend. Und Viscalo. Lichthüß, guten Abend. Patrick ist da. Was ist Fußball? Tass ist auch da. Guten Abend, Tass. Und Lupina, hallo. Ikabü, vielen Dank für 21 Monate. Dankeschön. Und Hunsrück Farmer, guten Abend. Mirko, hallo. Jeeper, hallo. Und Rooney, Thunderbird, guten Abend. Morgo, 8 Monate, dankeschön. Genau, das sind die ganzen Glückwünsche, die hier schon gelaufen sind für eure Beförderung. Der Müller hat ein Tor geschossen, das ist doch schön. Sabine, guten Abend. Und Micha, dir auch einen guten Abend, hallo. Dreifach Lohn. Also genau, ihr kriegt auf jeden Fall das Zehnfache. Der ist richtig angehoben worden jetzt. Kannst du eine andere Map starten? Vielleicht hat der Server ein Problem. Das kann durchaus sein. Ich habe hier gerade keine andere Map auf dem Server drauf. Außer Standard-Maps höchstens. Können wir gleich mal gucken. Aber der scheint wieder wirklich zu hängen jetzt hier. Gernot, guten Abend. Standbild hier. Agrar Oberbayern, hallo. Hab ich. Micha Oppelt, guten Abend. Subwurfli, guten Abend. Miki Dreh, guten Abend. Danke, Fisch, Servus und Ecki auch da. Michael, guten Abend. Ich glaube, jetzt habe ich es ja gleich alles. Mike der Magier, hallo. Und Hasenfoto auch, hallo. Agraveni, guten Abend. So, jetzt haben wir es aber. Abfahrt ab Alpen war 10.10 Uhr. auch 2 Stunden Verspätung. Ja, das Zugfahren ist im Moment richtig gut, ne? Mhm. Also das sehr spaßig. Das hier ist ja jetzt eine krasse Nummer mit dem Server. Kann das denn jetzt, also sollte das jetzt in irgendeiner Form die Karte sein? Wir haben da nichts dran gemacht, oder? Wir waren ja vorhin auch drauf. Es war halt nur nicht spielbar, weil es geruckelt hat, wie es hier.
ging gar nichts mehr. Dann haben wir neu gestartet, dann kamen Tom und ich noch kurz drauf. Da ging's. Aber alle anderen ja nicht mehr. Ach, guck mal hier. Ich kann die Pellet Autoload Specialization nicht deaktivieren in den Mods. Da ist irgendwas auf dem Server tatsächlich gar nicht in Ordnung. Also der hängt ein Mod quer. Wahrscheinlich ist das Problem. Kriegt den denn gelöscht? Warte mal. Guck mal. Format C-Strich ist. Ja, könnte durchaus sein, dass nachher auf sowas hinausläuft. Aber jetzt sind keine Active Mods drin. Mal eben gucken. Also der hing tatsächlich, obwohl ich alle runtergenommen hatte, hing der tatsächlich noch blöd ein bisschen drin. So, das ist nochmal ein Versuch und wenn das nicht geht, dann versuchen, machen wir irgendwas anderes. Dann lassen wir uns irgendwas einfallen, weiß ich noch nicht. LS22 durchgespielt, genau. Endgegner besiegt. Gar kein Problem. Patrick E30, guten Abend. Wolf von Moskau, guten Abend. Die Rechnung vom Server nicht bezahlt. Ich guck mal eben. Die muss ich gar nicht bezahlen, Freunde. Extra Content unlocked. Hero. Ich will kein extra Content. Habt ihr denn irgendwas geändert? Nee, gar nichts haben wir geändert. Die Kollegen waren ja vorhin auch schon drauf und dann auf einmal war Ende im Gelände. Aber wie gesagt, das könnte jetzt tatsächlich an diesem Pellet-Autoloader gelegen haben. Ich hab den jetzt mal vom Server gelöscht. Braucht ja sowieso gerade kein Mensch mehr. Tatsächlich könnte es sein, wenn wir jetzt den Server gestartet bekommen. Wir sind an der Jacke. Spannung steigt. Zur Not maximale Eskalationsstufe im DV. Ja, genau. Galgenberg als Alternative. Nee, das können wir nicht machen. Weil wir nicht auf dem aktuellen Stand sind. Das ist völlig abgedreht, dass wir hier... Aber das sieht schon wieder so aus, als würde er nicht starten, ne? Ja. Ja, da hilft wahrscheinlich dann wirklich nur eine komplette Neuinstallation von dem ganzen Ding. Den wirst du wahrscheinlich einmal komplett neu aufsetzen müssen. Ja. Da liegt irgendwas quer. Ja. Das ist schon bitter. Aber die Frage ist, ob wir das überhaupt machen, ob wir den komplett neu aufsetzen. Habt ihr sie denn kaputt gespielt? Ja, in der Tat. Also wir haben sie definitiv kaputt gemacht. Das denke ich mir. Und eine andere Form von Map-Crashing. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich wahr. Sind wir noch gleich weiter? Das sieht nicht so aus, als kämen wir noch auf die Karte, Tom, heute Abend. Weil ich spiele mal ein bisschen Minesweep, ist okay. Das kann man auch machen. Habe ich auch gerade angefangen. Bums. Völlig irre. Er hat wieder heimlich Bäume gepflanzt auf der Hof, ja. Gute Frage. Also ich sage euch ganz ehrlich, liebe Zuschauer, das sieht überhaupt nicht gut aus. Das könnte tatsächlich sein, dass wir tatsächlich heute Abend nicht die Hof abschließen. Marco, wir schließen die Hof noch nicht. Ich bin raus ab nächster Woche. Ich habe geschäftliche Verpflichtungen hier. Whisky, ich bin gerade auf dem Hof und die läuft. Ja, danke auch. Welche Map sucht ihr denn, Mario? Die Hip-Hof 22 steht doch in der Mitte der Liste. Ja, das hat aber nichts zu sagen, Cassie.
Ich sitze hier gerade vor der Liste, also ich habe auf dem anderen Bildschirm hier eine Liste auf. Die Ladeliste, und der lädt nicht, der Server. Auch wenn er da in der Liste gerade steht, aber man kann nicht joinen. Franklin, guten Abend. Ist auch außergewöhnlich, ne? Wir sitzen hier mit 156 Leuten, warten darauf, dass irgendwas passiert. So, ich kann nämlich hier in den Chat-Modus wechseln. Aber der Chat wird gar nicht angezeigt. Warum wird der Chat nicht angezeigt? Schreibt doch mal was. Wir müssen doch eigentlich hier den Chat anzeigen, oder? Ja, komm, der wird erst aufgebaut, wenn... Guck mal. Was? Ja, danke schön. Guck mal. Jetzt könnt ihr auch gucken. Ja, ja, genau. Spammt das einfach mal rein. Läuft. Läuft. Ihr habt es hingekriegt. Ah. Den Chat nun auch kaputt gemacht, ja. Was wäre denn... Habt ihr einen Vorschlag für eine Alternative? Naja, wir könnten... Du könntest ja mal probieren, ob du einfach um so wenig wie möglich Aufwand die Horsch-Map laden oder so. Keine Ahnung. Ja, kann ich mal probieren. Stop it. Dann weißt du zumindest, ob es an der Map liegt oder ob das wirklich... der Surfer hier ist. So. Ab sofort. Dann ist es ja die Hip Horsch, ne? Was du sie nennen magst, ja. Mal gucken, was passiert. Ist der eigentlich ratzfatz laden, ne? Die Hip Horsch. die Hof möchte nicht beendet werden, das kann sein, ja. Azura oder DFV. Ja, das ist mit den Senioren nicht so schnell, weil die müssten alle nochmal runterladen. Und das gilt es ja zu vermeiden, dass sie das ganze Modpack von irgendwas runterladen müssten. Mario, erst über die Jacke drüber. Jo, ja. Tatsächlich, da ist ein Dog. Hä? Domesticated Dog. Steht aber da jetzt. Müssen aktualisieren. Hey, Gude. Bin nur zu blöd oder keine Modliste von der Hofzeit aus dem Google Drive? Das ist richtig. Keine Modliste dabei. Gut, dass ich nicht mitspielen darf, so bin ich unschuldig. Ja, Bolle. Stimmt, in dem Fall kann man dir wirklich nichts vorwerfen. Im Kaputten mache ich richtig gut. Ja, ich kann das anscheinend auch ganz gut. Und jetzt keine Praktikanten, die man Schuld geben kann. Das stimmt doch, das haben wir verloren. Ja, wäre schön, wenn wir den Praktikanten was sagen könnten. Aber ich gucke gerade. Ja, der Thomas, der hat sein Hip-Logo, Hip-Siegel noch nicht dran gemacht. Von daher, Thomas, Schuld. Ja. Alles klar. Das wäre Andreas, der will nicht, dass die Hof beendet wird. Das könnte auch sein. Gibt es eigentlich eine Aufstellung der Produktion von der Hof und was für die einzelne Produktion benötigt wird? Ja, die gibt es. Die hat aber der Sascha gemacht. Richtig.
glaube, der hat die nicht veröffentlicht. Nein. So, bitte. Wer mich aber ganz lieb anschreibt. Habt ihr gehört? Ganz lieb anschreiben und dann könnte was passieren. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Wir haben... wir versuchen eine mitzunehmen. Da. Wo habe ich die denn? Wisst ihr, weil ich versuche das jetzt einfach. Ich versuche den Server neu aufzusetzen und dann lade ich die Mods da einmal eben hoch. Und dann gucken wir, ob wir den laden können. Selfcam habe ich runtergeladen. Ganz ehrlich, da müssen wir halt mal ein bisschen quatschen, so lange. Server neu installieren. Mehr Selfgame brauche ich nicht, ne? Die Mods haben wir ja alle drauf. Ja, komm. Letzter Stand, ja. Warte, das dauert ein bisschen, bis der 19. wird. Meine Lieben, da müsst ihr mir einen Schwank aus eurer Jugend erzählen. 156 Leute waren, die Spannung ist höher wie beim letzten Fußballspiel der deutschen Mannschaft. Ja, stimmt. Da wir noch eine PDF-Datei mit down oder nicht? Weiß ich nicht. Gab es die zur Hof? Sein? Kann ich nicht unterschreiben. Ich glaube nicht. Ich verlasse mich tatsächlich immer auf meine MitspielerInnen. Nee, ich glaube, Andreas wollte sowas machen, hat es aber nie getan, glaube ich. Okay. Guck mal, schreib den Sascha an, der das haben möchte. Das Dokument ist relativ cool, weil er da wirklich alles niedergeschrieben hat. Mengen, da kannst du das relativ schnell sehen. Ja, ist echt cool. Ja, der einfachste Weg ist über Discord. Griso, guten Abend. Schönen Abend. Gibt es einen Nachfolgestream nach der Hof am Dienstag, zum Beispiel Geigenberg? Am kommenden Dienstag, gehe ich von aus, starten wir in das neue Projekt, oder Marc? Wie sieht das aus? Ja, wir wären soweit fertig. So, aber ich verrate noch nichts. Ja? Noch geheim. Da müssen wir rein, ja. Liebe Zuschauer, wer. Ja? Die PDF-Datei bei HOT, die zeigt dir an, was da grundsätzlich benötigt wird, aber nicht die Mengen. Ach, da gab es gerade die Frage dazu oder den. Wie kann ich das denn am besten machen? Die alten Gülleschläuche, Arbeitsauftrag Hansi Flick. Doch im Modpack liegt die Hof 22 User Manual PDF. Da stehen die Produktionen aufgelistet. Ja, Produktionen aufgelistet schon, aber nicht so schön, wie Sascha die ausgeführt hat. Also, das muss man schon sagen, hat Sascha schon schick gemacht. Sind ein paar Stunden reingeflossen. Ich würde die Datei von Sascha nehmen an eurer Stelle. So, guck mal hier, jetzt haben wir einen neuen Server. Mach das mal eben fertig hier. Wo kann ich denn so eine Datei am besten? Soll ich die ins Discord stellen oder soll ich das nicht nur anschreiben machen? Also, du kannst sie auch in Discord stellen, das ist ja. Darfst du ja frei entscheiden, das ist ja deine Datei. Ja. Muss ich da auch noch eine Sache reinschreiben? Oh, ich muss mal eben das. Dass die von mir ist und natürlich auch geschützt ist.
Jetzt stelle ich ein Savegame her auf einem neu installierten Server für ein Ende. Das hattet auch so noch nicht gegeben. Das kann ich euch sagen. Aber gut, am Ende des Tages geht das auch, ne? Wisst ihr, was ich übrigens viel cooler fände beim Fußballspiel? Wenn hier gleich einer in den Chat schreibt, Rudi Völler macht ein Tor. Rudi hat's gemacht. Wie geil wäre das denn? So, Jungs, jetzt mal beiseite hier. Erstmal werden hier die anderen angespuckt und dann wird der reingemacht. The Real Nobody. Vielen Dank für dein Prime-Abo. In der Hoffnung auf den Server, ja. Völler 2-0, genau. Ist richtig. 3-0. Ach komm, die Fichtel. Habe ich schon ein bisschen Spaß. So, die Mods laden gerade noch hoch, sind aber auch gleich da. Es gibt nur einen Rudi Völler. Da wird ja glatt eine Völlerei im Chat. Eine Völlerei, genau. Sascha braucht die PDF nicht in den Discord stellen. Reinigen reicht vollkommen. Dann kann sie wenigstens um ein paar Cassie. Also, ohne Quatsch, ne? Also, ich bin ja für Humor, ne? Aber den kann ich heute Abend nicht ertragen. So, Mods sind drauf. Jetzt gucke ich nochmal hier hin. Hast du aber eine gute Upload-Geschwindigkeit, oder? Wenn ich das mache, auf dem Server irgendwas neu hochschiebe, das dauert ewig. Ja, ich mache das aber über FTP, meine ich. Naja, das hatten wir ja schon mal. Thema. Ihr kriegt die ja auch noch. Ich hab's nur, oder hab ich euch das schon gegeben? Weiß ich nicht. Wir haben ja erst am Samstag drüber gesprochen. Ja, stimmt. Dann kann ich das noch nicht gemacht haben. So. Ich versuch's jetzt einfach. Tat ihn einfach mal. So, ich gucke mir jetzt wieder die Logfile-Liste an, während sie lädt. Sandro Wagner ist auch auf der Ersatzbank. Vielleicht kommt er ja noch rein. War nicht Tante Käthe, der hat nur Thomas Müll den Weg Oh ja, Cassie, das stimmt. Brauche ich noch. Da hast du recht, muss ich noch machen. Aber ich kann euch währenddessen erzählen, ich war heute den ganzen Tag in Köln und es sollte heute ja kühler werden, ne? Es war fies, kann ich euch sagen. Fies, ekelig. In dem Büro in Köln haben wir keine Klimaanlage und da hatten wir gestern haben wir einen Workshop gehalten. Ich bin fix und foxy, als ich da vorhin raus bin und ich bin wirklich, deswegen bin ich heute auch so spät, ich bin um 20:30 hier gewesen. Dann meiner Frau noch einen dicken Bussi aufs Bäckchen gedrückt und ratzfatz ab in den Keller. Und jetzt sitze ich hier vor einem Server, der nicht funktioniert. Ich sehe gerade. Aber immerhin ist es kühl bei dir jetzt, oder? Total. Ich muss ja nicht. Einen Mod draus entfernen aus der Liste. Du musst einen Mod entfernen. Ja, wir haben ich hab das Gartencenter-Mod-Ding da mit drin. Der Ach muss so, da natürlich okay. raus. Ja, der muss weg. Hier aber ja, hier. Ist ja nur eine Liste davon, also ist ja nichts. Also ich habe jetzt den Server neu installiert. Ich habe die Mods wieder hochgeladen, ich habe ein Safe-Game wieder hochgeladen und wir stehen schon wieder vor der Jacke. Also irgendwas ist hier gerade massiv im Eimerchen. So. Und da auch. Ja, aber es war wirklich, Angelfisch, es war wirklich, wirklich ekelig. Also das kann ich euch sagen, das hat keinen Spaß gemacht heute. Das ist sicher. Ach, guck mal hier, die ganzen Anzeigen funktionieren nicht gut, ne? Ja, an der falschen Stelle drin. Mit den Follows da. Oh,
ob ich das ein bisschen verschieben kann. So. So. Wenn jetzt noch jemand hier im Chat ist, der noch kein Follow dagelassen hat, dann macht das mal bitte. Ich möchte es gerne testen. Ihr könnt auch nachher wieder rausnehmen, wenn ihr wollt. In 25 Minuten solltet ihr wieder. Ach, guck mal. Metallodon. Dom. Vielen Dank. Guck mal, da kitzelt mich auch tatsächlich das Hirschlogo immer in der Nase. Dankeschön fürs Testen. Aber wenn das nicht am neuen Tisch liegt, der war doch so glatt. Ich bin ja noch nicht auf dem neuen Tisch. So, wenn das mal soweit wäre schon. Aber es gab noch kein Aufbauvideo, also bin ich vielleicht noch nicht am neuen Tisch. Aber die Senioren haben schon gesehen. Er steht nur noch nicht fertig hier. Weißt du, warum ich mir heute Morgen schon um 7 eine kurze Hose angezogen habe? Ja, das glaube ich sofort. Grisou, servus. Ich sag's gleich, ich war's nicht. Weißt du auch, warum ich eine kurze Hose angezogen habe? Die lag halt noch über dem Stuhl. Ach so, ja. Kann man auch deswegen machen. Also ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Form auf die Hof kommen. Ich weiß nicht, ob es am Server gerade liegt. Müsste ich jetzt tatsächlich... Also aus, das Einzige, was ich hier noch machen könnte, wäre... Spinnt der auch hier mit der Anzeige? Ich starte jetzt nochmal auf dem neuen Server die blanke Karte ohne auch nur einen Mod. Aber irgendwas stimmt hier auch in der Serverübersicht nicht so richtig. Weil der hat trotzdem die ganze Modliste geladen, ne, die auf dem Server ist. Available Mods hat er die genannt. Kann sein, dass wir die Mods sonst runterschmeißen müssten. So, ich habe die Produktionsliste im Discord hochgeladen. Sie ist unter Spieler helfen Spieler. Mit einem kleinen Text von mir davor. Danke dir. Ein Punkt dazu. Bitte nicht irgendwo auf irgendwelchen Seiten zum Download bereitstellen. Ich habe es extra auch in die Datei mit reingeschrieben. Der einzige Punkt, wo sie veröffentlicht wird, ist hier auf dem Discord. Bitte, Freunde. Du sitzt seit 2 Wochen am Tisch. Nee. Weiß gar nicht, kann ich euch das zeigen? Moment mal, ich kippe mal. Nicht umkippen. Nee. Seht ihr das? Das ist noch der alte Tisch hier. Ja, die Kante hier. Dahinter sieht man ein Tischbein vom neuen. Das stimmt, ja. So, also, habt ihr gesehen? Tischbein ist da. Aber ich sitze noch nicht dran. Zwischen Weihnachten und Silvester ist das sicher schon groß geplant. Nee, da verrate ich noch nichts. Könnte daran liegen, dass ich nicht in der Planung bin. Oh, ich wollte schon mit Willi schon im Sommer anfangen und wir haben aber, das haut alles nicht so richtig hin. Es ist einfach so ein Gewitter, in Neuss. Wer wohnt denn schon in Neuss? Ja. LS19 starten, ja genau. Aber ich glaube, das Gewitter ist wirklich über Neuss. Don Cravallo, guten Abend.
Pass auf, wir machen das eine Sache, teste ich noch. Versuchen wir noch. Wenn das nicht geht, dann ist das halt so. Gern geschehen. Oh, krieg ich, ich muss ein Update machen bei Giants. Jetzt sag nicht, dann lach die ganze Zeit an. Ja, das kann, also wenn die jetzt irgendein Update reingeplant haben, ne, wird heute Abend das genau das Mini-Update, was Nico gesagt hat. Entschuldigung, nicht rein Quatsch. Ja, ist okay. Er hat was gesagt. Das hatte niemand bisher. Kann natürlich sein, dass wir jetzt ein Mini-Update gekriegt haben und der Server das noch nicht hat. Mhm. Also ich kein Update aufgefallen jetzt irgendwie. Welche Version hast du denn jetzt dann oben in der Ecke stehen? Ich bin bei 1.12.00. 1.12.00. 31.070. 83.434. Ja, das habe ich auch. Aber auf dem Server kann ich das gar nicht sehen. Was ist der für ein Spiel? 1.12.00 siehst du nur, aber die neue Versionsnummer siehst du da auch nicht. Er denkt schon wieder an der Jacke. Wisst ihr was? Versuch mal. Vielleicht soll man wenigstens versuchen, mal einen anderen Server aufzurufen. Versuch mal, mich auf der Galgenberg zu verbinden. Einen habe ich noch, ja genau. So ein bisschen ist das so. Es gibt manchmal einfach Tage, da gewinnen die anderen. Vielleicht ist das so ein Tag. Die Galgenberg lädt aber anscheinend. Also ich bin bei 21%. Die wurde ja auch nicht neu gestartet. Ja. Ja, das kann auch tatsächlich, ja, das kann sein, dass der Server dann beim Neustart irgendwas ja bekommen hat, ne? Weil der Hof lief ja vorhin auch halt nur mehr als träge. Ja gut, das kennen wir ja. Irgendwie der Server hat es so warm. War irgendjemand von euch, liebe Zuschauer, mal bei Rhinefire, also früher NFL Europe? Ich habe gerade an was anderes gedacht. Nicht auch mit Rhein und Feuer. Wobei Feuer eher Flammen waren. Da müsste man ja nach Düsseldorf. Ja, das ist so. Das stimmt, das wäre so gewesen. Hm.
Hab sie nur im TV gesehen. Ja, pass auf, da erzähle ich die Geschichte dazu. Da gab es einen Typen in der Halbzeitpause immer und der hat dann moderiert und da gab es dann eine Frage, eine Jacke. Und jedes Mal, wenn ich jemanden höre, der sagt, eine Frage noch, da sage ich immer, und eine Jacke. Und erst einmal, und das ist, wie lange ist denn das her? Ich weiß gar nicht, wann ist denn die NFL Europe eingestellt worden? Das war damals noch im Rheinstadion. Das ist bestimmt auch schon wieder 20 Jahre her. Auf jeden Fall, jedes Mal seitdem, wenn ich das höre, eine Frage habe ich noch, dann sage ich, gibt es dann auch eine Jacke? Und bisher hat nur eine Person das überhaupt verstanden, was ich damit sagen wollte. Rheinstein ist schon lange her. Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Ja, seht ihr mal, so alt bin ich wirklich. So alt bin ich wirklich. Ronny, mein Lieber, moin und danke dir. Ja, wann ist denn das Rheinstein denn abgerissen worden? Weiß das jeder? Das kann man bestimmt auch rausfinden, oder? Wann wurde das Rheinstein abgerissen? Am Herbst 2002. November 2002. Oh, na gut. Aber ich habe gesagt, mindestens 20 Jahre. Dann hat das doch auch gut gepasst. Fortuna 95 gespielt, ja. Lebt zwischen Universe und Mercenaries. Ah, okay. Wenn der Server heute nicht mehr läuft, dann bauen wir nur den neuen Schreibtisch im Stream fertig auf. Nee, ich müsste die Sachen nur rübertragen. Also der steht schon. Ja, los, Mario. Wir gucken zu. Ja, genau. Ich mache einen Stream von deinem Stream. Ich mache einen Stream von deinem Stream. Wir gucken uns das an, ja. Ich mache einen Kommentary von deinem Aufbau. Ach so, so ein Reaction-Video meinst du? Richtig. Ja. Also anfangen wie im Fußball. Ja. Ach, Jungs. Eine Live-Live-Reaction. Sowas hat es, glaube ich, auch noch nicht gegeben. Ich bin schon seit World League-Zeit Galaxy-Fan. Na, guck mal, Michael, dann. Ich finde ja, beim Football war es ja egal, ne? Welcher Fan du warst. Also, wir haben ja so coole Zeiten gehabt. Ich habe ja auch. War tatsächlich oft bei euch im Stadion, bei Frankfurt Galaxy. Und das war schon witzig, weil ich mit den Frankfurtern zurück zum Zug bin. Ich bin dann nämlich, damals hat meine Freundin in Marburg studiert und dann sind wir mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und das war einfach irgendwie urcool, ne? Also ich glaube, ich hätte nicht mit den Fans von anderen Fußballmannschaften zusammen im Zug zurückfahren wollen, wenn die gerade von uns so eine massive Klatsche bekommen haben. Ich weiß, das war bei dem Regen. Und das war, lass mich nicht lügen, aber irgendwas 47-14 oder so haben wir, hat Rheinfeier da Frankfurt geschlagen im eigenen Stadion. Und das war so witzig, da auf dem Rückweg sagten einfach die Leute, ach, weißt du was, lass uns doch die Trikots tauschen. Das war witzig. Ja, war eine schöne Zeit. Footballfans waren cool. Ich weiß gar nicht, warum die ganzen 100 Mannschaften da, warum die Mannschaften da, die Polizeiwagen immer da waren. Beim Football, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da mal Ausschreitungen gegeben haben sollte. Könnt ihr bei unserem Server kommen, Arbeit haben wir genug, ja. Stefan hat mal eine tolle Fahrt von Nürnberg zurück nach Essen erlebt mit Schalke-Fans und 40 Jahre Flippers. Ja, das glaube ich auch. Das kann schon auch sein. So, jetzt muss ich ja tatsächlich. Es hat ja alles nicht funktioniert, ne, was wir hier versucht haben. Ich wüsste aber schon, also man müsste dem ja schon mal auf den Grund gehen. Aber die Galgenberg konnte starten? Also das hat funktioniert? Oder? Ja, die Galgenberg konnte ich starten. Okay. Also, solange aber, wir jetzt... Ob das nach dem Neustart noch startet, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Jetzt sind wir Basketball-Weltmeister, so ist das. Und das ist hervorragend. Also die Azura startet zum Beispiel nach dem Neustart auch nicht mehr. Die Azura? Ja. Okay, das heißt, dann haben wir ja wahrscheinlich ein großes Problem, ne? Es scheint ein generelles Problem zu geben. Ein generelles Problem. So, jetzt habe ich den Server neu installiert. Mal gut, dass ihr das Safe Game wenigstens runtergeladen habt. Marco, da können wir ja doch noch einen Abschluss machen von der Hof.
freut er sich. Ja, schmeiß an den Ofen. Ja, schmeiß an den Ofen. Ja, ich weiß nicht, ob das heute noch was wird mit Abschluss von der Hof. Was haben wir denn für, Alter, es gab doch, wie hieß denn dieses Spiel? Hier dieses, wie Montagsmaler, wo man Sachen ausmalen konnte und die anderen raten mussten. Ausmalratespiel. Ja, Ausmalratespiel, genau. Das war schon Montagsmaler, heißt es doch, oder? Ja, aber das gibt's. Die anderen müssen das erraten. Das gibt's hier so digital, das ist relativ simpel. Da kann man schnell mal ein kleines Spielchen machen. Das ist auch immer ganz lustig. Wurde hier Freude befohlen? Ja, da ist er. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, Sebastian. Hallo. Hallo, Sebastian. War das Scribble.io? Ja, Kultspiel, Montagsmaler, ne? Kommen wir denn nochmal dahin? Scribble.io. Habt ihr Lust? Wollen wir eine Runde das spielen? Komm, wir müssen mal was Neues ausprobieren. Die Senioren müssen auch ein bisschen flexibel sein. Oh, wieso ist LS wieder down, oder wie? Ja, tatsächlich. Also richtig. Pass auf. Nicht dein Ernst. Doch, also die Server lassen sich, also nachdem die neu gestartet wurden, kommt man nicht mehr drauf. Dann starten die nicht mehr durch. Oha. Das ist kein Quatsch. Das Internet kaputt gemacht. Das Internet. Aber richtig. Wir haben das Internet gelöscht, genau. So, LS haben wir nicht. Aber Bildschirm haben wir. So, bitte. Also, ihr müsst eingeben, scribble.io. Im Browser? Ja. Wie viele sind wir denn? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12. Ach, warte mal, vielleicht sollte ich aber die. Kann man hier irgendwo ein. Wie kann ich denn dann die Leute? Kriege ich die Leute denn dazu? Du solltest das nicht im Stream zeigen. Ja, weiß ich, aber trotzdem, muss doch irgendwie angezeigt werden, oder? Der Link, da unten gibt es den Link. Invite your friends. Ach so, okay. So, dann mach ich mach's mal immer aus. Mach doch mit dem Stream. Nix. So ein bisschen mehr Mitspieler eintragen. Nix, nix, nix. Ich schicke euch das jetzt hier mal immer rein. Schreibstube hier. So, das, das. Oh. Ich kenne das nicht. Also ich habe es vielleicht mal gesehen, aber... German. Da, Sebastian ist schon drin. Läuft. So, Freunde. Jetzt ist hier eine völlig neue Erfahrung. Ich muss mich verabscheuen. Alles klar, René, dir eine gute Nacht. Egal, Hauptsache ein Abschluss. So sieht es aus. Wir machen irgendwas. Bei euch geht gerade auch nichts, Tim, okay? Ja, guck mal, da haben wir es doch schon. Ich wünsche euch noch viel Glück und einen schönen Abend. Sabine, dir auch eine gute Nacht. Schlaf schön. War doch bei WoW war doch einmal regelmäßig so Wartungsarbeiten an Servern früher, ne? Das stimmt, ja. Das stimmt, aber mitten in der Nacht meistens. Obwohl, ich war stimmt. Ganze mittwochs tagsüber den ganzen ja, Tag. Ja, das eigentlich. Auch. Das auch hatten die ja, weil die haben dann die Updates hochgefahren, ja. Und da gab es immer. Ich glaube, welche aus der GameStar-Redaktion haben dann irgendwann mal die Server-Down-Show entwickelt. Die Server-Down-Show ist auch witzig. Ja, gab es. Die haben dann immer über WoW und die Themen gelabert und so frühe Zeit, ja, so ein Videopodcast könntest du halt über Zeit nennen. War immer cool. Ja. Wir sind 8 bisher. Was ist mit dem Rest? Was ist Scribble eigentlich? Ja, ist wie Montagsmaler. Zeichnen. Übermalt und alle müssen schreiben, was es ist. Ich will kurz einen kleinen Break machen. Komm gleich dazu.
Juju. Kann ich da drin bleiben oder muss ich da... Nee, ich denke, du kannst da drin bleiben. Das zählt ja runter. Wie lang ist denn der kleine Break? 5 Minuten. Aber sonst fangt ihr mal kurz an, ist kein Problem. Jojo, alles gut. Ich frage mich nur, kommt der Rest noch dazu? Patrick fehlt noch zum Beispiel. Ich mach Pause, ich schaue euch zu. Du schaust uns zu, warum? Machst du nicht mit? Das ist ja, erstmal eine Runde AFK, da wo man das Headset nicht mit hinnimmt. Ach so, okay. Der Computer streikt hier mit den ganzen Cookie-Einstellungen. Okay. Kommt später dazu, ich bin gerade noch woanders. Okay. Dann, Patrick, du. Also unterschreibst du mal meinen Link zu Scribble.io. Wir spielen jetzt Scribble.io. Bisschen Bilder mal. Gitsche, wir haben Mittwoch so bis 15 Uhr, ja, genau. Wir haben jetzt beschlossen, wir machen jetzt was anderes. Geht ja heute nicht weiter hier. Und ich finde, dieses Scribble.io ist tatsächlich ein schönes Spiel mal für zwischendurch, um mal genau sowas zu übertürmeln. Also die Leute wollen wahrscheinlich kein Rocket League mit mir spielen, ansonsten wäre das auch lustig. Gibt es kein Worms irgendwie sowas? Das wäre doch mal cool. Das stimmt. Ich hab eins, ja. Aber das kannst du nur zu viert spielen. So. Patrick? Ist weg. Er wollte irgendwo hin, wo kein Headset ist. Ach so, ich hab gedacht, da kam er her. Nee. Kommt, dann starte ich jetzt eine Runde. Piccolo. Das ist Choosing a Word. Einfach den Anweisungen folgen, Michael. Okay. Boah. Okay. 12 Buchstaben. Oben seht ihr das. Guess is. Also das müsst ihr erraten. Der Michael da macht. Telefon. Nee, hey, du musst das reinschreiben. Ja. Achso, ihr dürft natürlich keine Wörter reinschreiben oder malen, ne? Könnte natürlich kein Telefon sein, ne? Mit 12 Buchstaben. Ja. Sebastian, was ist da dran? Spiralkabel ist auch richtig geil. Thomas. Irgendein Wort. Von denen, die da eins von den dreien, oder drei, ich glaube drei oder vier, ich weiß nicht, wie viele da angezeigt werden. 4 Buchstaben. Nase. Hund, Katze, Maus. Thomas, völlig klar. What? Michael hat ein Wort. Na gut. What? Scorpion, guten Abend und danke für das Abo im zweiten Monat. Und Modet, dir auch vielen Dank für das Abo und einen schönen guten Abend. Oh Mann, ey. Oh, da kommt man, das ist ja ganz deutliche Maispflanze, oder? Ja, sehr deutlich. Oh, absolut. Hey.
Ich hätte vielleicht jetzt einen kleinen Häcksler eben gemalt. Also. Oh, zwei Buchstaben. Was? Zwei Buchstaben. Zwei Buchstaben. Ich, ja, habt ihr auch gedacht, ne? Habt schon die Wörter? Ja. Boah, ich bin ja ganz weit weg bei dem Spiel. Zwei Buchstaben. Alter Schwede, ey. Marco, ja, wieso hast du ausgerechnet du Sonnen? Was muss man mit dem Wort machen, wenn man es weiß? Da reinschreiben hier in den Chat rechts unten. Ah, okay. Und Enter drücken. Völlig abgedreht. Fansepp, guten Abend. Gute Nacht, schlaf gut. Und Ralf, guten Abend. 11 Buchstaben. So, jetzt mal. Ja, Katze, Hund, Maus, das ist alles auch witzig. Inzwischen. Kurvenmalen ist doof. Was wie malen nach Zahlen, ja, das stimmt so ein bisschen. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ah. Omas hat das Wort. Bahnschiene. Ja, es war sehr dicht dran an der einen oder anderen Stelle. Ja. Junge. Also Zugschiene, Gleisschiene. Okay, da bin ich nicht drauf gekommen. Bahngleise, ja, das passt da mit den Buchstaben nicht. 9 Buchstaben. Marco, gib dir Mühe. Mehr kann ich nicht. Yes! Ja, die habt schon. Ja. Oder Sascha? Ja. Ja, ihr habt. Hat am Ende ein bisschen geholfen. Also der eine Buchstabe hat geholfen, der da angezeigt wird. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ja, aber wirklich. Komm, ähnlich. Ja, doch, ganz knapp. Zerreißen. Reis, um Gottes Willen. Das S, das habe ich gar nicht. Das gibt's bei mir nicht. Skandal! Skandal, das stimmt. Das S haben wir nicht, weiß nicht. Du bist raus, Tom, du bist raus. Aber ich hatte es. Zerreißen, ey, was für Wörter. Was bin ich dran? Na, ja. Echt? Nein. Tom, ich muss das machen, was oben steht. Ja, du hättest es aber vorher aussuchen können. Okay. Und das um die Uhrzeit, ja, das ist schon witzig. Also, das Spiel macht schon Spaß. So die alten Sachen, die einfach gut funktionieren. Scheiße. What? Tom, das wird richtig gut, das sehe ich schon. Das?
Das ist auf jeden Fall eine Echse. Das ist eine Starosaurus oder was? Was war das noch? Das hat doch ja. Oh scheiße, wie heißt denn der? Stegosaurus. Ja. Man kann sich auch verraten, das ist alles schade. Ja, jetzt. Nico, das darfst du hier nicht laut reinsagen, Nico. Du kannst mal lieber den Link aufrufen und mitmachen. Unter Schreibstube. Ich hab erstmal was lecker gegessen. Aber ganz ehrlich, Tom. Ja, ihr habt Spaß gewohnt, also was Problem. Ich frage also, mich gerade, warum Marco und Thomas das nicht reingeschrieben haben. Weil ich gar nicht zuhöre, was die hier machen. Sebastian malt, jetzt geht es los. Wieso hörst du nicht zu? Ich höre doch zu. Nee, nicht du. Der Marco. Ach, hier. Ach, Gott. Mein Gott. Also komm. Ja, war gut, also, war gut. Hast, nein, war richtig gut, auf jeden Fall. Ja, die Zahl hat geholfen, Sebastian. Ja, mega. Ja, viel zu spät erraten. Das ist auch geil. Pass auf. Der wird richtig gut. Was? Richtig geil. Ja. Wieso hast du das? Nee, hast du nicht gemacht. Du hast nicht bei mir geguckt, oder? Ich sehe das doch im Stream. Was soll ich denn da machen? Ah, das ist Cheaten, oh, Freunde. Cheater. Du bist raus. Das Bernd das Brot, oder was? Ähnlich. Ah. Ah, jetzt aber was. Ach ja. Komm, der war gut, oder? Ja. Ja. Oh, okay. Boah, jetzt wird hier gecheatet. Leck mich am Ah, das ist frech. Also, eins. Oh Gott. Nein, du wolltest in meinem Stream, ja, was soll ich denn machen? Machen die Lehre rein, so, 10 Minuten. Ihr müsst auf jeden Fall, also liebe Leute, beim nächsten Mal, wenn ich dran bin, müsst ihr auf jeden Fall weggucken. Das ist nicht fair. Nee, Marco muss weggucken. Ja, definitiv. So, was haben wir hier? 8 Buchstaben. Got it. Sudoku. Sebastian, musst du schon richtig schreiben. Ja. Voller Euphorie. Voller Euphorie. The word was Kalender. Kalender. Herr Müller. Super, keine Fragelistik, expialegetisch. Das soll man raten? Headset ist geil. Das wäre wirklich cool gewesen. Ja. What?
Ach, wie schreibt man das? Stethoskop. Ja, das nee, das ja. ist. Ja. Ja, rechts, nimm die Rechtschreibhilfe, der macht das rot unterstrichelt und dann kannst du es richtig machen. Ich hab's auch falsch geschrieben. Wie schreibt man das denn? Soll ja auch nicht so einfach sein. Du. Ah, gut. Das hätte ich anders da gezeichnet. Ah, ich, das ist aber nicht schlecht. Ja, also, da kommen wir schon, kann man schon drauf kommen. Oh. Da war das nicht nach neuer Rechtschreibreform. Ja, Thomas. Ah, mit TH in der Mitte. Jetzt. Mm. Rechtschreibung 6 bei mir, Leute. Ich sag noch Rechtschreibhilfe nutzen. Was schreibst du zuerst im Word oder wie? Ne, ich hab's hier reingeschrieben. Dann hat er das rot unterkringelt und dann brauch ich nur rechts, mit der rechten Maustaste draufdrücken. Deswegen okay. Hat er alles richtig geschrieben. Also da auch wieder ein Cheat, ha? Ah, auch nee, 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 das ist kein Cheat. Das ist einfach nur clever die Umgebung genutzt. Das ist ja hier im Programm. So, bitte. Easy. Was ist. Nee, das war. Nee. Alles dasselbe getan. Ja. Finde ich super. Ja. Mhm. Aber manchmal hat man einfach so ein Brett vom Kopf, ne? Ja, das ist Wisk, toll, ja. Gute Nacht, schlaf gut. Bin alle durch. Oh. Wo ist der Frosch da? Ja, das habe ich auch überlegt. Also den Frosch erkennst du nicht so gut. Ja, da ist schon ein Auto drüber gefahren, aber so. Du bist böse. Oder ist einem Franzose in die Finger gekommen? Guck mal, 9 Buchstaben hat Marco diesmal. Alien. Mit Gnade. Opa? Ja. So ähnlich. Ja, anderes so ähnlich. Wort dafür. Garçon. What? Ich habe keine Ahnung. Tischaufbau. Ohne das In, wir gendern hier nicht. Ah. Bedienung. Bedienung. Ah. Ja. Sascha. Jetzt geht's rund. Getränke, Servier, Techniker. In. Oh. So. Schaufel. Wer malt jetzt Sascha malt? Auf oh, ja. Gott, wie soll ich das denn jetzt? So, jetzt schon fast was falsch geschrieben. Bogen. Ha, easy. Hab ich ja auch. Ein leichtes, sag ich, ein leichtes. Du warst schnell beim Tippen. Ja, stimmt. Also Sascha, ja. Sascha hat es noch nicht erraten. Ich brauch's ja auch nicht erraten, ne? Das ist richtig. Also der Bogen wäre einfacher gewesen, glaube ich, ja. Wieso ist er genau dasselbe eigentlich? Ja, Armbrust ist doch super. Mhm. Ja, top gemacht. Kleiner. War schon gut. Um Gottes Willen. Wilhelm Tell, dann wäre ein Apfel auf dem Kopf gewesen. Mhm. Da, Marco, 7 Buchstaben. Ei hat keine 7 Buchstaben. Ei.
kann null malen. Ja. Das ist ja, uns das durchaus schon aufgefallen. Das war's? Keine sieben Buchstaben. Nee. Schneemann ist auch schön. Habe ich aber auch als erstes gedacht. Maute. Nee. Eine Affenart oder was? Oder? Das ist auch noch irgendwie ein Eichhörnchen, aber es passt nicht vor der Länge. Nee, das nee, habe ich auch gedacht. Eichhorn. Rohrkrotzel. Rohrkrotzel. Was? Genau. Rohrkrotzel. Hm. Nee. Äffchen. Den Körper schmaler machen. Ganz ehrlich, da musst du. Nee, da brauchst du eine Affenmama und daneben ein Äffchen vielleicht noch. Also so ein kleines. Das andere, was ich hätte nehmen können, wäre Pixel gewesen. Oder Black Friday. Aber Pixel ist auch gut und Black Friday ist auch super. Ja, Pixel ist doch einfach. Er macht einen Punkt. Ja. Naja, das wird so schnell keiner erraten. Das hier ist auch richtig schön. Brombeere. Ja, ihr seid nicht weit weg. Hey. Nochmal richtig schreiben, Mario, mit. Ja. Wird in Brombeere geschrieben? Mit noch zwei E. Rechtschreibung. Mit E. Brombeere. Brombeere. Siehe Sascha. Komm hier. Ist Nico gar nicht mehr da? Doch. Ich glaub. Zu spät geschrieben. Oh. Ich hatte es aber gesagt, von daher ist es verwurscht. Ach so. Sebastian, was meinst du denn jetzt? Rümpfeltümpf. Brombeerchen. Brombeerchen ist auch schön. Echt nicht. Also, ja, ja. Boah. Ameisenbär. Nee, halt. Mhm. Ja. Ja, nein. Ja, falsche Farbe. Ja. Aber auswählen. Der Nasenbär. Ja, und ach, ich muss ausruhen. Oh, das ist auch richtig gut. Pass auf, das machen wir. Das wird super. Ich säge, ja. Wasser? Pass auf, echt der Hammer. Seven vs. Wild auf der Insel. Oh. Im Buchstaben. What? Super, oder? Komm. Ich habe erst gedacht, das Rote wäre was anderes. Einen Krebs. Thomas, noch ein Versuch. Ja, bist ich dran. Ich glaube, doppelt. Ah.
Soll das Graue bitte sein? Das ist der Fels. Nein. Das ist doch klar. Das ist doch die bekannte Szene, wo Ariel auf dem Fels liegt. Das war erst am Eisberg. Das Rote neben mir hat sich da erbrochen. Das ist Sebastian oder? Die Krabbe. Hallo? Oh. Meine. Oh, Kacke, die Maus hängt. So, bitte, Atomofen. Moment. Da. Hm. Ah. Richtig gut. Passt. Passt, Thomas. Rampunzel. Die Rampunzel. Die Rampunzel. Die Rampunzel ist schon schön. So, Michael, streng dich an. Genau, einfach mal auf dem Blatt Papier nochmal ein großes Blatt Papier drauf malen. Ja. Netflix. Mit 10 Buchstaben. What? Ja. Hä? Ding, 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 ding. Hä? Smart. Solche Spiele wären ein Stifteingabepad perfekt. Ja, das stimmt, das wäre definitiv super, aber so ist es viel lustiger. Ich komme nicht drauf. Du sitzt davor, Sebastian. Direkt davor. Ja, Monitor. Such ein anderes Wort. Such ein anderes Wort. Ach. Das sind 10 Buchstaben. Easy, sag ich da. Easy. Nochmal 10 Buchstaben. Mal Bildschirm. Galgen. Mhm, dachte ich jetzt auch erst. Ah, das. Wohl, jetzt so langsam. Kann er wieder geschrieben? Wir haben das Galgen hat nicht 10. Oh. Ach nee, das ist was anderes. Ich weiß jetzt nicht, wie man es schreibt. 1, 2, 3. Schwierig, schwierig. Wie rum soll man das? Schafott wollte ich auch gerade sagen. Ja, habe ich auch rausgeguckt, aber das ist auch nicht. Ui. Ich weiß nicht, wie man das Wort schreibt. Weiß nicht mal, was es sein soll. Nee. Ehrlich, ich auch nicht. Richtig cool, Thomas. 3, 4, 5, 6. So, den Hebel kann man bewegen. Saftpresse. Saft. Saftpresse. Oh, yes. Nee. 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 Im Leben nicht. Nee, in keiner dieser Welt wäre ich auf Saftpresse gekommen. Schafott und Saftpresse, fast dasselbe. Also mal Saft aus. Oh, das ist 13. Auch süß. Oh, wer malt denn? Der Marco Muck. Marco. Richtig gut.
nee. Ja, Marco, das war zu einfach, ne? Das denn wenn man richtig schreiben hätte könnte, würde es besser einfach, ich komplizierter ne? malen sollen? Nee, ja, nee, nee, schon alles gut. Thomas, das kennt unsere Generation doch noch. Infrarot-Fernbedienung. Fernbedienung gibt es ja immer noch. Wie musstest du an Fans ran? Das ist immer der Moment, wo man erstmal das Wort googeln muss, was man malen muss, ne? Aus 13. Ah ja. Hm. Ah. Hier sind die Family Kinder, ja. Sebastian. Nee. Es steht doch oben schon quasi drin. Das Tunwort. Das Tunwort. Das auch schön. Schichtarbeiter ist auch schön, Morgo. Hab am Ende gemerkt, dass er die Augen zu hatte. Mhm. Was? Dynamit. Ich hab dich auf die Anzahl der Buchstabenkarte. Ich morgens auf dem Weg in die Dusche. Das ist auch schön. Ja, 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 das... Okay, das sieht witzig aus. Hör, machen wir mal das. You are my dynamite. Wie kann man reden? So, nochmals. Wie mache ich das am dümmsten? Entschuldigung. Ja. Lass dir ruhig Zeit. Am besten malst du das genauso nochmal, Tom. Genauso nochmal malen. Echt jetzt? Ja, guck mal, das Bodycant ist klar. Ich werde mit den Scherenhänden. Ist auch nah dran. 10 Finger ist auch schön. Noch 2 Punkte machen müssen. Keine Ahnung. Was macht man da noch? Wenn wir dann wieder im Rhinefire-Stadion sind. Blonde Haare. Ja, du machst genau. Das ist einfach, also das ist schon ja, ein schönes Spiel. Cheerleader. Oh, ach, das ist doch nicht euer Ernst. Oh, guck mal, ich hab den Sascha überholt. Wie lange Beine fallen. Das soll unten rund sein. Bierglas. Ne, halt. 6 Buchstaben? Nein, ups, sorry. In da. Ich weiß schon, da kommt er. Ja. Wer malt da? Nee, halt, halt hier so lang. Oh nee. Was? Das, Junge, das hatte ich doch Junge. Ich hab mich verzählt. Ich hab mich in den Buchstaben verzählt. Nein! Zu spät. Amt.
Aber cool gemalt. Oh, ich bin dran. Oh, das ist cool. Krieg ich das hin? Ja, krieg ich hin, ne? Pass auf. Sagen, Tomate passt nicht. Der Teufel. Zu wenig Buchstaben. Ja. Fledermaus, ha? Ja, läuft schon. Guck mal hier. Oh. Passt. Ja, schwer, aber. Ja, auch nicht gepasst. Was soll das Grüne jetzt sein, bitte? Erzengel Gabriel, oder was? Noch eine andere Art von Hinweis nochmal. Elf? Das Grüne sieht mehr aus wie ein Engel. Och, das ist doch keine Elf. Ja, sicher ist eine Elf. Ein Elf. Also das Rote sieht aus wie ein Dunkelelf. Ja, wie ein Teufel. Ja. Eine Fledermaus. Batman. Hätte übrigens auch noch Hand nehmen können, aber das wollte ich nicht. Das war mir zu easy. Könnte schon sagen, wieder nichts. Nee. Mir aber auch nicht. Ja, da war ich auch gerade. Ich umschlau. Mario, das ist doch voll einfach. Ja. Denk doch mal nach. Ja, ich versuch's ja, aber jetzt stehe ich voll umschlau. Was mache ich? Im Hobby. Ein dummes Gesicht. Das auch. Honig? Okay. Das Indienwaben. Bist du Imker, Nico? Ja. Echt? Cool. Ja. Das war mir, wusste ich tatsächlich nicht, ich war jetzt bei Fliegen. Okay. Hat mich mehr verwirrt, als es mir geholfen hat. Waschmaschine. Sehr cool gemalt. Nein. Was ist denn ein Tresor? Hm. Ach, ein Tresot. Ja. Ja, Tom, eigentlich sollst du das schon so kennen, oder? Was da jetzt abgebildet ist. Ja. Vor allem die Details rechts oben. Ja. Ja. Mario, du läufst zu weit davon. Ach. Diskette. Speichern-Symbol hätte wäre auch cool gewesen. 5 1/4 Zoll. 5 1/4 Zoll ist auch gut, Patrick, ja. So, guess this. Hey, Thomas hat erstmal den ganzen Bildschirm schwarz gemacht. Ein schwarzes Bildschirm! Wie geht es wieder weg? Offline ist das. Er ist nur 7 Buchstaben. Schwarz, ja. Wieso kann ich jetzt nicht mehr malen? Weil mein Stift auch weiß. So, jetzt wissen wir, wer das Internet kaputt macht. Malst du weiß auf weiß auf weiß? Weiß auf weiß, andere Farbe auswählen. Eigentlich schwarz. Ach, ja. Geht doch. Fertig. Okay, das ist richtig witzig. Ja, wenn man es sehen kann, ne?
Ahnung. Ich war irgendwie erst bei 8. Oh. Was für... Ah, das ist einfach ein schönes Spiel. Oh je. Oh je. Easy, sag ich wieder. Weil ich gut malen kann, gell? Ja, absolut. Nee. An der Stelle aber eher nicht, oder? Ist mir doch egal, wo. Hätte ich jetzt gehört. Keine Ahnung. Warze. Echt jetzt? Wie kommst du denn auf Warze? Ja, das ist das Wort, was die mir gesagt haben. Sascha, hast du da rausgefunden? Ja, das ist doch eindeutig auf dem Finger. So ein rotes Ding ist eine Warze. Roter Fleck auf Ringfinger. Ja, danke, Gitsche. Das passt aber nicht in die Buchstaben. Pigmentstörung. So, 10 Buchstaben. Ja, bitte. Wie nennt die das? Bei euch heißt das irgendwie anders. Ja. Mensch, ärger dich nicht, heißt das bei uns. Ja, ja. Nimm das Allgemeine. Du bist ruhig, du malst. Das Allgemeine. Ich kenne kein anderes Wort dafür. Ich auch nicht. Eben. Boah. Ja. Der Gattungsbegriff. Der Gattungsbegriff. Pass auf, das ist der Begattungsbegriff. Nein. Brettspiel. Das war halt jetzt irgendein Brettspiel. Sebastian war eigentlich schon sehr gut, ne? Mit Spielbrett. War schon nah dran. Mhm. Oh, Marco, jetzt, pass auf, jetzt wird wieder richtig spannend. Marco, das sind eigentlich die Besten. Oh nein. Hast du es falsch auch noch gewählt? Ich habe gar keins gewählt. Ach so. Ich sag's noch. Das ist mir vorher auch passiert. Ja. Jetzt wird's noch besser. Es wird noch besser. Morgen, ich hab Feierabend. Wegen dem Brettspiel, oder was? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Bisschen mehr Details. Also, es ist ein Vogel, da sind wir uns einig. Ja. Die Concorde, Raumschiff Enterprise, Kühe im Gras. Sag mal, liebe Leute, also eure Hilfe ist wirklich großartig. Es sind 13 Buchstaben, Sebastian. Mit Ente kommst du nicht weit. Keine Ahnung, wie das Viech aussieht. Keine Ahnung, wie es heißt. Uralt jedenfalls. Stimmt, irgendwas mit Storch. Ja. Storch hinten. Ach, wahrscheinlich auch. Archäopteryx, ja. Alter Schwede. Oh Gottes Willen. Ich hätte es gewusst, hätte das Wort nie so geschrieben. Nee, Archäopteryx hätte ich auch nicht hingekriegt. Aber das ist schön. Ente süß-sauer, ja. Wirklich großartige Hilfe habt ihr da. Oh, so. Der Klapperstorch ist cool. Tom hat bestimmt was ausgesucht, was Schönes. Ja. Titanic. Sebastian, 12 Buchstaben. Das sollte ja der Witz sein. Ach so. Ja, haha.
Ah. Flaschenpost? Geil, Nico. Ruderboot ist auch schön, Thomas. Ey, Marco, mal nichts noch dran. Das machst du nur schlimmer. Okay. Nee, ich bin am Malen. Ach so, Tom. Ja, du aber an dem Schiff brauchst du nichts. Komm ich nicht drauf. Mal noch ein Pier dran. Mit Menschen drauf. Also, was soll ich? Loch im Boot oder was? Ups. Auf. Oh. Ach. Die Flasche Gott. Sein. Das war der Shampoos. So, Sebastian malt. Probieren wir mal, ob wir das da hinkriegen. So. Party. Ist auch schön. Die wollte ich auch gerade schreiben. Ja, bitte. Sehr gut, Sebastian. Ich hab erst gedacht, was wird das für ein komischer Apfel? Ja. Die Bee Gees. Ist auch schön. Ich weiß es nicht. Staying alive. Oh. War aber erste Hilfe. Komm, also war arg weit weg war ich nicht, oder? Richtig gut. Pass auf. Fettig. Jetzt ohne Quatsch, ich bin fertig. Heißt jetzt irgendwas? Ihr müsst, richtig, ihr müsst richtig schreiben. Ja. Ach, oh nee, oder? Ach, ihr mit eurem blöden Ess, das kann ich nicht schreiben. Ich bin aber raus hier. Mach dir eine Tastatur rein. Ich hab das Essen nicht auf meiner Tastatur, hallo? Das ist fies. Jetzt habe ich gar nicht malen dürfen. Oh. Okay, probieren wir mal. Guck mal. Also. Doch. Double Y. Weiß nicht, wie es machen soll. Was? Das ist schwer. Flaschengeist wird hier geschrieben. Gibt's doch nicht. Das macht es gerade so, nicht besser. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Rotkäppchen. Rotkäppchen. Was ist denn das mit. Was, ach, der Sekt oder was? Sekt. Ja, ja. Der Rotkäppchen-Sekt. Ja, jetzt sag mal, da kommst du. Rotkäppchen und der Wolf wäre irgendwie besser. Pass mal auf, dann machst du ein Gesicht mit einer roten Kappe oben drauf. Das ist ja auch großartig, Nico. 15 Buchstaben. 15. Ja, jetzt geht er nicht. Was für ein Dinosaurier ist denn das? Komm doch nicht immer mit den Dinosauriern. Ach, scheiße! Wie schreibt man Gottesanbeterin?
So. Mit einem Tee, Tom. Danke, ich kam nicht drauf. Das ist richtig gut geschrieben. Immer zu leicht. Richtig gut gemalt. Ja. Kam nicht auf den Namen, aber ich wusste, was es ist. Aber war das gut gezeichnet. Thomas 2T. Ja, mir ein Tee. Nein. Oh, Gottes an Gottes 2 bet mit einem. Gott. Gott 2 bet 1. Kakerlake ist auch schön. Bei 11 Buchstaben. Geht wieder los. Liebe Zuschauer, ich gucke natürlich nicht ins Stream, während ich rate. Das ist, wäre unfair. Wollte mich auf den Arm nehmen. Anscheinend. Ich war nur nicht schnell genug mit dem Tippen. Me too. Lollipop. Na komm, also. Ja, ist ja gut. Mein Dude in Innen ist noch etwas älter, ja. Eine echte Hilfe seid ihr wirklich nicht, ne? Stimmt mir gut. Das ist auch wahr. Bisher war da wenig drin, ja. Dass die Dimensionen stimmen nicht ganz so. Was? Wirklich. Glatt wie ein Babypopo. Echt jetzt? Was hast du verpackt bei dir, Mario? Ja, habe ich ja, aber. Und ich hab nur das Thumbnail gelesen, ja? Bitte. Marius neuer Schreibtisch, Gaming-Tisch, ja. Habe ich echt nicht drauf gekommen, da habe ich auch. Gibt manchmal so, da sitzt man davor und denkt, ne. Dann hat man sich auch verfahren, dann bist du erst bei Tischplatte. Alles zu dick. Was ist das? Zu dick. Ich kann manchmal auch. Sascha, du musst nicht reden, du musst malen. Yes. Ja. Deno oder? Nee, ich weiß irgendwie, was er macht, aber ich kann es noch nicht zuordnen. Genau, no, das geht mir aus. Er ist nicht dran, also die letzten. Webseite. Muss er erstmal irgendwie den Browser kenntlich machen. Eine Webseite, dann male ich eine Seite und ein Spinnennetz. Teletext ist hier auch richtig geil. Nee. Teletext. Wird das Moschee geschrieben? Nee. So, sehr gut. Choppen wir Zwiebel auf den Kopf, ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner.
Das Wort ist Kirchendach. Ja. Bitte. Das ist... Oh. Ach, Kuppel. Mann, ich hab Kappel geschrieben, verdammt. Kappel? Stimmt das so? Heißt das denn bei euch Kappel? Nee. Dann schreib's doch halt richtig. Oh nein! 13. Mist. 13 hast du falsch gewählt. Nee, ich hab nicht gewählt. Ich wollte wählen, da ging's weg. Gar nicht gewählt. Na, dann wird's wieder schwer. Okay, ist ein bisschen unförmig. Entschuldigung, das gehört zusammen. Ihr habt das Wort schon. Na gut. Der Kumpel vom Blechmann. Ja. Ja. Ich habe an die Bibel gedacht. Ich auch. Sebastian, komm, wähl ein Wort aus, nicht, dass du nachher wieder Passion Christi. Die Wäschespinne wurde ja auch geschrieben übrigens. Nee, halt, warte. Ja, ich glaube so. Ja, ist relativ schwierig zu machen. Hätte passen können. Ja, Saturn habe ich auch gerade dran gedacht, aber... Ja, hat ah, nee, halt. Ach so. Oder? Keine Ahnung. Nee, eben nicht. Nicht? Nein. Sehr gut. Oh, Sebastian, der war gut. Nee. Du musst den mit dem dicken Fleck malen. Oh. Ja. Jupiter. Na gut. Oh. Der war gut. Hammer. Auf, das wird richtig super. Ja, warte mal, das mache ich. Hab ich jetzt auch gedacht, aber vielleicht. Das war zu kurz. Ne, nicht. Also viel besser kann ich es, glaube ich, nicht malen. Farbe. Wasser, Brücken. Ja, Brücke, ja, aber dann vor. Ja, stimmt, du hast recht. Eselsbrücke. Ja, genau. Ich finde, das war super gemalt. So, bitte! Oh, klar geworden. Ach, hervorragend. Sehr gut. Ich finde, das war eine hervorragende Spielerunde. Aber das mit dem Jupiter hätte ich nicht rausgekriegt, muss ich zugeben. Ich habe das auch nur daran erkannt, dass da oben auf einmal ein J auftauchte. Ja, ich war da völlig woanders. Weil... Also, ich hatte auch den Saturn gesehen, aber ich denke so, ja, nee. Ja, da hätte Sebastian schnell ein Bild von der Mila Kunis malen müssen. Von der was?
Von der Mila Kunis, die hat bei Jupiter Ascending die Hauptrolle gespielt. Hey, der Jupiter Jones. Ja, genau, die. Komm, war doch mal eine lustige Runde, oder? Ja. Können ja. wir auch mal machen. Könnt ihr jetzt mal gucken, ob der Server wieder geht? Nee, wir machen jetzt heute Feierabend. Das ist halt so. Ich hoffe mal, dass es morgen alles wieder läuft. Das wäre viel wichtiger, dass wir da vorwärts kommen. Aber heute trifft sich gar nicht so schlecht, weil wir ich muss morgen um 5 Uhr raus. Kann man jetzt auch mal ein bisschen früher Feierabend machen. Liebe Zuschauer, wir sagen Tschüss für heute. Tschüss. Tschüss. So, mein Lieben, auch wenn heute der Abend der Pleiten, Pech und Pannen war, haben wir noch eine kleine lustige Runde zusammenbekommen. Und natürlich war es schön, dass ihr trotzdem da wart und dabei zugeschaut habt, wie wir das hier so veranstalten. Dann danke ich euch dafür. Und wie immer an der Stelle wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlaft schön. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade.